Ich bin stolz auf dich. In München wird man halt damit großgezogen. Das ist halt wieder Dünger für Pflanzen. Warum zur Hölle? Aber nicht alle Pflanzen brauchen. Obwohl, das passt ja dann sogar. What the fuck? Was ist das hier für ein fucking freaky. Ja, ich möchte hier auch Korn sammeln, da das Level irgendwie nicht sonderlich schwierig scheint bis jetzt. Aber nur sehr freaky. Nein, du, die schmeiß ich da, weil ich möchte. Schaffe ich nicht. Okay. Tak, 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 tak. Genau. Tak, 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 tak. Hat was das Level. Ist verdammt cool eigentlich. Wann schlägt er? Tong, 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 tong. Ihr holt mich ein, ihr holt mich ein, ihr holt mich ein, ihr holt mich ein. Tja, aber ganz. Kann ich auf Wasser drauf? Ich schätze mal schon, aber ich möchte es eigentlich auch nicht austesten. Nur weil ich das G haben wollte, habe ich jetzt Didi verloren. Das war es mir nicht wert. Hey, by the way, ich bin jetzt wieder Single. Okay. Ja. Gerade eben. Also, wenn ihr Lust an einem Demon Days habt. Also, wenn ihr Interesse an einem besoffenen, blöden Arschloch habt, der nichts Besseres zu tun hat, als Ramon die ganze Zeit zu mobben, meldet euch bei mir. Der Kanal dürfte sowieso in den anderen Kanälen sein, ne? Genau. Also mein Kanal. So wie es sich gehört. Ja. Obwohl, es soll Let's Player geben, die keinen Anstand haben und das nicht machen. Und ich werde mir mal ganz schnell da unten die Tonne um, weil auf der mit der Spekulation, dass hier ein Herz ist, ja. Ja, ja, Plug and Play. Steck ihn rein, den Stecker in die Steckdose, den Stecker in das Döschen. Wo wir jetzt eigentlich schon wieder dort werden, ne? Hä? Ich rede vom Spiel. Ich bin spielbezogen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ramon sieht den Frauen nur wenige Wesen. Karre wird sicher sehr erfreut sein. Wo wir jetzt wieder beim tiefen Abgrund wären. Ja. Jetzt, noch jetzt tiefer. Alles im, warte, noch tiefer jetzt, kann jetzt das Niveau nicht sinken. Ramon, jetzt macht das alles erst richtig im Sinn. War gewollt? Ah? Achso, dass du stirbst? Nein, dass ich lebe. War ausnahmsweise mal. What the fuck? Woran bin ich gestorben? Ich bin gegen die. Ach. Ja. Ist er doch absichtlich, dass er gestorben ist. Wow, hast du gesehen, das war Skill. So, ich möchte jetzt eigentlich Castlevania soll ich spielen. Auch wenn du es spielen willst, aber okay. Alter. Ich komme jetzt aber nicht auf die blöde Idee, dass du Symphony of the Night spielst. Nein, nein, ich spiele dann Castlevania. Ja, was willst du spielen? Du Hurenfuck, Scheißteil. Hey, 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 er wird jetzt langsam nicht mehr jugendfrei mit seinen Ausdrücken. Ach Quatsch, ich bin immer jugendfrei. Penner, Piss, ja. Kack, Hurenarsch. Oh, du blöde Schlappe. Okay, das war geklaut. Penner Piskakuren Arsch ist geklaut. Wer mir sagt, von wem kriegt ein Keks? Nein, kriegt ein Kanalkommentar von mir. Man kann was gewinnen. Von wem hast du den geklaut? Gibst du zu? Oh, sag ich nicht. Wahrscheinlich von Emeru. Oder DJ. Ich mag sie nicht. Oder Pui Shumaru. Das kann eher sein, aber nicht von ihnen. Dieses eine Mal. Ich mag Suishomaru und hör auf ihn Fuishomaru zu nennen, bitte. Fuishomaru. Ich mag ihn, er ist mein Vorbild, also nein. Und wie heißen die ganzen anderen Flötenputzer? Wow. Was muss ich hier machen? Wie gibt's denn da noch? Funk Royal, oder? Ja, Funk Royal ist cool. Wobei. Nein, Funk Royal ist cool. Er ist kein so eingebildetes Arschloch. Vor allem ist er nicht so übelst
Er wollte letztens nicht mit mir, er wollte letztens nicht mit mir LOL spielen. Das nehme ich ihn sehr zu übel. Er nimmt ihn sehr übel, weil ich nicht Level 30 bin. Sonst hätte ich mir die spielen können. Alter, aber der Typ, der wird nicht so überpräsent gehypt. Das finde ich schon mal in Ordnung. Ich finde ihn cool. Deswegen ist er Penner bis Kakuren Arsch von Funk Royal. Ach, das ist von Funk Royal? Ja. Okay. Ich bin doch gerade dabei, Tales of Phantasia zu gucken. Also ich bin gleich fertig. Ich habe noch 3 Folgen vor mir von 237, wo ich alle geguckt habe, ohne überhaupt nur einmal einen Schnitt, also einen mitten im Video oder was vorzuspulen. Ich habe jedes Wort gehört, was er gesagt hat. Dann sag mal nicht. Tust du mir gefallen? Ja. Schaust du mein Persona-Let's Play an? Wenn's gut ist. Ich könnte noch 1-2 treue Seelen gebrauchen. Ich habe jetzt zwar mittlerweile 3, aber einer könnte nicht schaden. Also einer du, mehr. Ich bin ein... Wenn ich ein Let's Play gucke, gucke ich es richtig oder gar nicht. Also, das heißt auch jeder meiner Abos, also jeden, den ich abonniert habe, ist... Ich habe keine Fake-Abos. Also so, oh, ich mag dich, du kriegst ein Abo von mir. Was nämlich überhaupt nichts bringt, meiner Meinung nach, weil... what the fuck? Was habe ich davon, wenn ich jetzt ein Abo habe, der nicht meine Videos guckt? Jetzt wisst ihr Ramon seine Vorlieben. Wenn er sie im Porno anschauen wird, er wird ihn von hinten und von vorne anschauen. Ah, ich würde ihn abonnieren, den Porno. Weil ich ihn angucke. Ja, wenn er sich im Porno anschaut, dann richtig. Abonniere ich ihn, genau. Ja. Weißt du, was abartig wäre? Ein Porno mit Let's Playern. Bitte, Gedanke, geh aus meinem Kopf, geh aus meinem Kopf, geh aus meinem Kopf. Er stellt sich gerade vor, wie er und Kara. Also, was sie wird. Nein! What the fuck? Nein! Oder wen gibt's noch? Dusselchen? Ja, auf jeden! Fuishimaru wäre begeistert. Ja. Auf jeden Fall. Suishimaru, nicht Fui. Fuishimaru. Das petze ich ihn, obwohl ich ihn gar nicht kenne, den Chris. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich habe keine Angst vor so einem Hans Dampf. Alter, hör auf ihn wegen so einer Größe zu mobben. Ja, was ist das? 1,54 oder sowas in den Dreh? Keine Ahnung. Standgebläse, Standgebläse. Bei Dusselchen. Okay. Nein, Fuishimaru. Ich denke mal, der ist schon ein warmer Bruder. Auch wenn er mit Dusselchen zusammen ist. Worüber reden wir eigentlich gerade? Über schwule Let's Player. Nein, ich hätte gerade was sagen können, aber ich wollte nett sein zu dir. Ey, ich kann's mir erlauben. Ich schau halt einfach keine von diesen mega gehypten Let's Player an. Darum geht's für mir ja gar nicht. Mir geht's darum, wer gute Videos macht, den gucke ich. Und das ist im Moment. Ich gucke auch jemanden, den habe ich aber nicht abonniert, weil ich nicht alles von ihm gucke. Ich mag einige Abonnenten. Einige Let's Player nicht, weil sie irgendwie. Nein. Sondern weil sie. Ja. Das hört sich wieder sehr spannend an. Und ich weiß auch nicht Ramon? Mehr, ich weiß auch nicht mehr, was ich ursprünglich sagen wollte. Ramon, darf ich dich auf etwas hinweisen? Jetzt kommt's. Da hinten ist der Raum mit den Leuten, die es interessiert. Ja, der ist aber ziemlich leer! Ich kenn's eher mit, wo ist der Bus? Ja. Du wirst vom Rain Train überfahren? Okay, warte. Direkt. Chili Hot Dogs Let's Plays. Auf zu seinem Kanal. Wurde vom Rain Train überfahren. Hör auf, jetzt hat er. Hast du gerade einen Kanalkommentar hinterlassen? Bitte, lass mich treffen. Ich will nicht sterben. Ich bin so cool, ich bin so gut und ich habe 10 Leben bekommen. What the fuck? In dem Spiel Game Over zu gehen ist echt schon. Ne? So, ich würde bei Gelegenheit mal auf den Kanal schauen. Ein Kanalkommentar von Dementains ist auf deinem Profil gepostet worden. Ich lese schon, also ich sehe schon, aber ich möchte es gerade nicht lesen, oder? Doch, möchte ich. Ja, ich lese während der Aufnahme Kanalkommentare und wir müssen jetzt hier zur vierten. Ja, zur vierten Dings da. So.
Nein. Willst du es vorlesen oder soll ich? Nein, nein, lass mal. Hier wird nichts vorgelesen. Chili Hot Dog wurde vom Wayne Train überfahren. Und er hat das wirklich geschrieben. Ja, ich hab's wirklich geschrieben. Ich hab nochmal drauf geguckt. Ihr wird das ja selber sehen, wenn ihr auf meinem Kanal sein würdet und so. Warum zur Hölle? Also, ich weiß, welches Level das ist. Das war kein Level. Hier gehst du rein, das Level war zu Ende. Alter, das klingt gleich, als hättest du Hunger. Oh nein, das war das. Also, das war doch ein Level und es war. Wow. Wie? Ich muss gerade feststellen, du hast eine 5-Rangwertung bekommen. Für was? Hä? Final Fantasy. Ist das gut? Normalerweise ja, aber du bist doch immerhin der, der das Let's Play da, also müsstest du es doch wissen. Haha! Wo sehe ich denn den Rangwert? Hä? Alter, wenn du jetzt auf deinen Kanal gehst, das Bild von dem Video, das gerade vorgestellt wird, anschaust, dann steht da Rang und 5 goldene Sternchen. Nee, bei mir nicht, weil es mein eigenes Video ist wohl. Alter, das ist im Video. Im Video. Was? Du Nutte. Ach so. Oh. Ah. Brainlag. Jetzt habe ich es auch geschnallt. Du meinst nach einem Kampf. Von Final Fantasy, du Posten. Ja. Ist das doch nach einem Kampf? Sag das doch gleich. Ich kann das auch nicht riechen, was du meinst. Ich dachte irgendwie eine Videobewertung. 5 Sterne. Ja, klar, du kriegst gleich 5 goldene Clubfische. Auf YouTube. Die bratzt sich ja. Nein, aber ich krieg 5 goldene Clubfischsterne auf YouTube, ne? Das Alter, Ramon, die bratzt sich dir unpaniert um die Ohren. Jeden einzelnen, zweimal. So, und wir sind beim Boss. Und dieser Boss ist der gemeinste Boss im Spiel, wenn er es ist, denn ich denke und ich fürchte ihn. Ja.